Machen wir nochmal 100 Stück davon. Flumps. So, jetzt habe ich 300, das reicht. Das reicht, glaube ich, erstmal. Oh, ist krass, was es alles gibt, hey. So. Was wollte ich denn jetzt hier wieder bauen? Ich wollte dieses eine bauen, wissen das. Das wollte ich bauen. Useful for farming. Das ist immer gut. Useful for farming klingt immer gut. Ich würde gerne... Ich weiß nicht, ob das mit nur mit dem Teil... Nee. Was geht denn das? Scheiße. Ich würde gerne den Hintergrund wegbekommen. Dafür brauche ich aber, glaube ich... Dafür brauchte man einen Terrarian-Hammer. Gibt es hier sowas wie einen Hammer? Es gibt hier gar nichts davon. Wie viel Holz habe ich noch? 383, ja, davon habe ich so viel. Ne. Ach, damit kann man... Ah, okay, damit kann man also Ackerland beackern, ja. Damit kann man sozusagen Farmland erschaffen. Das ist natürlich nice. Um Sachen wachsen zu lassen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Obwohl, ich habe einiges an Setzlingen, ne? Glaube ich. Staple Crop. Okay, pass mal auf, dann... Ach ja, warum nicht? Dann bauen wir uns mal hier ein kleines Dings hin. Ein kleines Feld. Backern wir das mal. Bauen uns ein kleines Feld hier hin. Holy crap. Schön viel Holz, hä? So. Jetzt müssen wir nur mal kurz den Dreck equippen. Um wieder die Fläche zu ebnen. Das war natürlich super. Das war auch super. Machen wir das halt ein Stück höher. Ist auch gut. So, jetzt müssen wir das, denke ich, erstmal bearbeiten. Mit der Axt. Und na, mit der Axt sag ich schon, mit dem Dings, was hier ist. So. Dann haben wir, was haben wir denn hier? Set of Plant Farm, das brauchen wir nicht. Das könnte man mal gebrauchen. Funktioniert das? Schauen wir mal. Ah ja. Schick. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was das ist. Oder beziehungsweise, was es dann im Endeffekt wird, das müssen wir mal schauen. Weil mit den englischen Begriffen für sowas wie Lebensmittel kenne ich mich leider dann doch nicht so gut aus. Wheat könnte Weizen sein, ich bin mir aber im Rechtssein nicht sicher. Ha. So. Wir haben nur 3 davon. Sollen wir die auch mal anpflanzen? Ach mein Gott. Sind zwar giftig, aber das stört ja nicht. Ich hoffe, die sind zumindest nicht giftig, wenn man sie anfasst. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal kurz auf die Jagd. Ich weiß, dass der Typ Charge hat. Fucking shit, ey. Dinger sind. Ich habe oft schon gelesen, dass die Teile, dass diese ganzen Monster aussehen wie Pokémon, ne? Und das stimmt wirklich. Also ich kenne mich zwar mit den ganzen neuen Pokémon nicht aus, aber die Leute haben schon recht, ey. Das ist wirklich teilweise echt absurd, wie die aussehen. Wow, 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 wow. Fuck, das wollte ich nicht. In der Luft. Oh mein Gott, ich bin jetzt gleich tot. Oh, hab ich gar nicht bemerkt. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Das hilft mir, glaube ich, nicht dabei, gesund zu werden. Wir brauchen ein Bett. Wenn ich mich recht entsinne.
haben wir ein Wooden Bett. Das craften wir mal. Hallo? Ich möchte es gerne platzieren. Geht. Oh, okay, das geht nur. Das geht wahrscheinlich nur, wenn hier genügend freier Hintergrund ist. Ach, keine Ahnung, hä. Oh, wir sollten definitiv mal kurz die Tür zumachen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Ich glaube, bevor wir das machen, verbreitern wir. Bauen wir das Bett erstmal nochmal um. Ich frage mich, warum ich das nicht hier platzieren kann. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es am Hintergrund liegt. Ah, mit Rechtsklick kann man den Hintergrund wegmachen. Alles klar. Ah, gut zu wissen. Ach geil, das hat dann auch keinen Effekt auf den Boden oder so. Also das heißt, hier unten kann ich nichts abbauen. Es geht jetzt. Uah, okay. Wow, okay. Jetzt hier muss ich aufpassen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Oder mache ich den damit kaputt? Ja, ich mache es erstmal damit. Ich habe Angst, dass ich die Sachen damit kaputt mache. Bauen wir das erstmal alles ab. Es wird wahrscheinlich gleich schon wieder dunkel, was? Naja, wir müssen dann unsere kleine Bude hier erstmal ausbauen. Ich weiß zwar, dass wir ein Schiff haben, aber immer aufs Schiff zu porten ist natürlich auch keine schicke Lösung. Ich habe lieber direkt was auf dem Planeten. Ist dann doch deutlich angenehmer. So. Jetzt haben wir doch mal ein bisschen freiere Sicht. Die beiden Dinger da oben stören mich zwar noch, aber das machen wir gleich. Ja, schick. Dann bauen wir mal hier das Bettchen hin. Hier das Campfire. Dann den Ofen bauen wir. Ich müsste das eigentlich gar nicht alles reinziehen. Bauen wir ein Stück davon entfernt. Und die Bank. Beziehungsweise den Crafting Table bauen wir dann. So, den bauen wir dann hier so hin. Schick. So, das gefällt mir doch schon ganz gut. Das müssten wir noch machen. Das müssen wir noch kurz richten. Keine Sorge, wir begeben uns gleich auch in die Tiefe, um mal ein wenig noch zu buddeln. Aber... dafür brauchen wir jetzt erstmal ein wenig hiervon. So. Dann platzieren wir jetzt erstmal kurz die Tür wieder neu. Dann gehen wir mal kurz die Scheiße hier oben abbauen. Sowas stört mich. Wie ein Tumor sitzt es oben auf unserem Haus und will nicht weg. Obwohl ich... ich bin ganz ehrlich, Haus würde ich das noch nicht nennen. Noch nicht mal eine Baracke. Ich weiß, mein Sinn für Ästhetik hier ist wunderschön. Nee, wie gesagt, zu den tollen Bauten kommen wir noch, aber dafür müssen wir, um ganz ehrlich zu sein, bevor ich tatsächlich mit Kreativarbeit anfange, will ich erstmal mehr über das Spiel lernen, weil das ist deutlich wichtiger, als jetzt hier irgendwie schon mal am Anfang total schöne Sachen zu bauen. Jetzt will ich erstmal nochmal kurz... ah, verdammt. So, das will ich. Jetzt mal nochmal kurz Fleisch. Zwei Fleischstücke, das passt erstmal. Jetzt gehen wir erstmal... na, jetzt gehen wir erstmal raus. Fackeln wären noch gut. Ich guck mal kurz, ob ich Fackeln noch ein paar... ich glaube, ich habe ein bisschen Kohle, um Fackeln zu bauen. Torches. Ja. Bauen wir mal so viele, wie es geht. So. 24 Fackeln dürften reichen. Na, ah, Mann, ey. Ich komme ja auf die Türen, komme ich nicht so richtig klar. Die Pflanzen wachsen schon. Das ist doch ganz schön. Ich sollte auf jeden Fall auch hin. Mal hier das. So, das brauchen wir erstmal noch nicht fürs Ackerland. Hier ist Wasser. So ein Scheiß. Die können wir nochmal kurz abbauen. Wer weiß, wozu sie gut sind. Dann gehen wir erstmal weiter. Wir müssen uns... das Problem ist, wir müssen uns halt irgendwo in den Boden graben. Ich würde zwar lieber... oh ja, ich wollte es gerade sagen. Ich würde lieber was benutzen, wo schon was vordefiniert ist. Aber da haben wir ja schon was. Das nehmen wir doch kurz mit. Das ist nämlich, glaube ich, Eisen. Oh ja, schick.
Bevor wir weitergehen, craften wir uns auf jeden Fall, also bevor wir da oben anfangen mit dem Schiff, ja, sozusagen wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, mit dem ersten Boss in Kontakt zu treten, werde ich definitiv erstmal mir eine Rüstung zusammenschmieden, sei es jetzt aus Eisen oder aus Kupfer. Natürlich präferiere ich Eisen, aber... Oder ist Kupfer seltener? Nee, Eisen ist seltener. Beziehungsweise stärker. So. Hier ist auch Wasser, hier ist überall Wasser. Doch zum Kotzen. Das heißt, ich muss mich vielleicht tatsächlich einfach irgendwo runtergraben. Ich gehe jetzt nochmal da vorne gucken und wenn nicht, dann gehe ich nochmal zurück zu meinem Häuschen und dann fangen wir mal an zu graben, weil das ist mir doch alles zu blöd. Das ist auch Wasser. Nichts, was mir helfen könnte. Was ist denn das? Das ist Kohle, oder? Die Kohle nehmen wir mal mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Jo. Ja! Schmeiß mich nicht hier runter. So. Da oben gehe ich noch kurz killen. Verdammt. Oh, ich muss auf... Oh, fuck. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich bin gleich tot. Shit. Da muss ich doch nochmal zurück, liebe Freunde. Hab ich ganz vergessen. Ich vergesse, mich in mein Bett zu legen. Hä? Unglaublich, sowas. Die kleinen Sachen nehmen wir auf jeden Fall mit. Gerade am Anfang sind auch selbst so kleine Adern hier relativ wichtig. So, den lassen wir jetzt erstmal bleiben. Nein. Oh mein Gott. Wow. Kann man durchlaufen, wenn die mich nicht angreifen? Okay. Lass mich in Ruhe. Ah ja. Hier wächst es auch schon so ein bisschen. Dann legen wir uns jetzt mal kurz schlafen. Ich schätze mal, dann mit Eisenbetten und was auch immer dann noch so geht, wird es halt einfach nur deutlich schneller gehen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Das ist übrigens auch Kohle. Okay, da wächst auf jeden Fall schon unser Zeug. Und danach gehen wir den freundlichen Typen von nebenan mal kurz killen. Komm, füll dich. Ja, alles klar. Gut, jetzt gehen wir dich killen. Hallo, Freund. Reicht das? Warte mal. Wow. Komm nicht in meine Bude. Ah, sehr gut. So. Mehr Fleisch. Fleisch. So. Gib mir Fleisch. So, sehr schön. Das bauen wir jetzt noch ab, auch wenn es direkt vor unserer Haustür ist. Das kann nie schaden. Darum ging es, glaube ich, nicht runter, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, da ging es nicht weiter runter. So hungry, ja. Dann nehmen wir doch mal was, wenn du so hungrig bist. Das kann man leider, das muss man leider so machen. Okay, jetzt bist du nicht mehr so hungrig. Wir haben aber leider nur noch ein Stück Fleisch, was nicht so schick ist. Ich hoffe mal, aus unserem Korn, was wir gesät haben, wird mehr wachsen. Ah, nee, haben wir ja direkt vor unserer Haustür. Das ist ja nice.